Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu unserem achten IGB-Dialog, der zweite jetzt in virtueller Form. Mein Name ist Christian Stockmar, ich bin Obmann der Industriegruppe Pflanzenschutz. Wir alle kennen das Gefühl einer aufkommenden Erkältung. Unser erster Weg ist meist in die Apotheke, doch aber stellen Sie sich vor, in der Apotheke wären beinahe alle Regale und Aufsteller leer. Es gibt nur mehr Salben und Pflaster. Also nichts gegen Erkältung. Und so unglaublich das klingt, das ist oftmals die Erfahrung, die Landwirte machen, wenn sie ihre Pflanzen schützen wollen. Sie sehen erste Krankheitsanzeichen, erste Hinweise auf Schädlingsbefall, haben aber mittlerweile keine Bekämpfungsmöglichkeiten oder stehen chancenlos da. Ein Beispiel, Erdfloh zum Beispiel im Raps, in der Kartoffel, Drahtwurm oder auch in der Zuckerrübe, der Derbrüßler, um einige Beispiele zu nennen. Und das Eingangsbeispiel ist keinesfalls überspitzt. Lassen Sie mich dies in Zahlen darstellen, wie sich das entwickelt hat. In den 90er Jahren war die Wirkstoffapotheke für den Landwirt gefüllt voll mit Pflanzenschutz. Heute haben wir ungefähr nur mehr 30% der Wirkstoffe verfügbar. Und die Hälfte dieser Produkte sind gerade im Erneuerungsverfahren in der EU zur Prüfung. Es kann also sein, dass da noch einmal Wirkstoffe wegfallen. Demnach ist die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln von ca. 200 Wirkstoffen abhängig, in Österreich und auch in der EU. Und ein Vergleich aus der Medizin, Sie kennen die Diskussion um Antibiotika, wenn nur mehr 6 Wirkstoffgruppen verfügbar sind und nur mehr eine wirksam ist, dann hat man ein Problem. Und so ähnlich stellt sich das dar für den Schutz der Kulturpflanzen im Pflanzenschutz. Man kann das aber auch ablesen am Selbstversorgungsgrad. Seit 1990 fiel dieser bei Getreide von 121 auf mittlerweile 87%, bei Gemüse von 73 auf 54, bei Ölsaaten sogar von 44 auf 28. Nur Obst ist nahezu unverändert. Und ich glaube, wir müssen alle feststellen, das ist der falsche Weg. Landwirte können nicht hochwertige Lebensmittel produzieren, wenn man ständig Betriebsmittel ihnen entreißt. Und das gilt für integriert wirtschaftende Landwirte wie auch für biologisch wirtschaftende Landwirte. Daher sehen wir die Reduktionsziele der Farm-to-Fork-Strategie sehr kritisch. Und es werden natürlich auch Stimmen lauter, die eine wissenschaftlich fundierte Folgenabschätzung fordern und auch diese Strategie kritisieren. So haben 3 renommierte Wissenschaftler im Fachmagazin Nature vor negativen globalen Umweltauswirkungen durch den Green Deal gewarnt. Sie sprechen wörtlich von einem Bad Deal for the Planet. Sie kritisieren, dass sich die EU als nachhaltig und umweltfreundlich gibt, während der Kontinent die Produktion und damit auch Probleme in andere Länder auslagert. Das United States Department of Agriculture hat die Auswirkungen anhand unterschiedlicher Szenarien durchgerechnet. Das Ergebnis ist vernichtend. Die Reduktionsziele bei Betriebsmitteln führen zu sinkenden Erträgen von 7-12%. Die Lebensmittelpreise steigen weltweit im Schnitt um 9%. Und setzt die EU den Green Deal um, werden zusätzlich 22 Millionen Menschen weltweit von Hunger betroffen. Hier sollten, denke ich, die Alarmglocken schrillen. Aber was wären die Lösungen? Die Hersteller von Pflanzenschutzmitteln sehen eine klare Antwort. Forschung und Entwicklung, Innovation, neue Wirkstoffe, verbesserte Formulierungen, moderne Landmaschinen, Investitionen in digitale Lösungen. Das macht die Landwirtschaft fortschrittlich und zukunftsfit. Nehmen wir als Beispiel Pflanzenschutzmittel. Bessere Formulierungen, neu entwickelte Wirkstoffe tragen dazu bei, die Aufwärmenge pro Hektar zu reduzieren. Und wenn man das anschaut aus den 50er Jahren bis heute, ist der Aufwand um 95% reduziert worden. Und das geht mit Innovation. Mit Innovation kann man die Aufwärmengen reduzieren.
Die Hersteller der Pflanzenschutzmitteln haben sich gemeinsam zu Innovation und Investition in Europa verpflichtet. Und das heißt, bis 2030 werden wir insgesamt 10 Milliarden Euro in neue digitale Lösungen investieren und noch einmal zusätzlich 4 Milliarden Euro in die Entwicklung neuer biologischer Pflanzenschutzmittel. Damit unterstützen wir die Farm-to-Fork-Strategie und die Erreichung deren Ziele. Für uns ist der Schlüssel die Innovation für eine fortschrittliche und zukunftsfitte Landwirtschaft. Daher diskutieren wir heute zu dem Thema vom Green Deal zum Innovation Deal, also zur Innovation, braucht es eine Agrarpolitik des Ermöglichens. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir über Chancen, Perspektiven, neue Möglichkeiten sprechen und stellen bewusst hier Fragen und wollen die heute stellen, auch die aus unserer Ansicht nach bei der Farm-to-Fork-Strategie fehlen. Was brauchen die Landwirte? Wie können diese Betriebsmittel, Maschinen, Tools, neue digitale Tools, wie können wir die entwickeln und wie können wir sie Landwirten sicher zugänglich machen? Ich bin wahrscheinlich so wie Sie ebenso sehr gespannt, was heute für Beiträge kommen, was wir dazu von den Diskutanten hören. Doch bevor es losgeht, freue ich mich, dass wir Stefan Bernkopf als Keynote-Speaker vorstellen dürfen. Er ist Landeshauptfrau-Stellvertreter und Agrarlandesrat in Niederösterreich sowie Präsident des Ökosozialen Forums. Damit weiß er einerseits um die Bedürfnisse der Landwirte in Österreich, andererseits entwickelt das Ökosoziale Forum Lösungen für eine produktive, nachhaltige und gesellschaftsfähige Landwirtschaft. Nach ihm wird Moderator Timo Künzle übernehmen. Er hat als Agrarjournalist besten Einblick in alle Bereiche und wird nach der Keynote mit den Diskutanten Lösungen für eine zukunftsfitte Landwirtschaft diskutieren. Ich wünsche uns einen guten Verlauf der Veranstaltung. Besten Dank. Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung zu diesem interessanten Dialog, zu einem Thema abseits von Corona zum Thema Pflanzenschutz, das auch ein sehr wichtiges Thema für die nächsten Jahre sein wird. Ich selber habe von meiner Ausbildung her mit dem Thema Pflanzenschutz zu tun gehabt und ich weiß, dass die Bauern und Bäuerinnen den Pflanzenschutz nicht aus Jux und Tollerei anwenden, sondern weil er ganz einfach notwendig ist zur Produktion von genussfähigen Lebensmitteln. Natürlich kann man den Pflanzenschutz aus verschiedenen Perspektiven diskutieren, das sollten wir heute auch tun. Da gibt es einmal die betriebliche Sicht, die der Produktion, was braucht man am Bauernhof, um Lebensmittel produzieren zu können. Dann gibt es die gesellschaftspolitische Sicht, was ist erwünscht, was ist nicht erwünscht, was ist gerade noch geduldet, was sollte eigentlich verboten sein. Dann gibt es die umweltpolitische Sicht und es gibt natürlich auch die Konsumentensicht. Gehen wir vielleicht diese Themen ganz kurz durch. Beginnen wir mit der umweltpolitischen Sicht. Jedes menschliche Handeln hat Auswirkungen auf die Natur, auf die Umwelt. Auch der Pflanzenschutz. Ich bin aber dafür, dass wir das faktenbasiert und vor allem wissenschaftlich fundiert diskutieren und auch argumentieren. Kein Pflanzenschutz heißt per se nicht gleich besserer Umweltschutz. Ich möchte das auch begründen, weil jede Produktion natürlich auch einen Energieaufwand bedarf. Und wenn das Produkt zum Schluss nicht genussfähig ist, habe ich 100% Aufwand gehabt, ich habe 100% Energieaufwand gehabt und zum Schluss habe ich das Ziel nicht erreicht, nämlich genussfähige Lebensmittel für die Menschen zu erreichen. Dann ist das Ganze umsonst gewesen sozusagen. Mir ist daher wichtig, dass wir auch die Konsumentensicht diskutieren. Jeder will im Regal genussfähige, möglichst makellose Produkte sehen und kaufen. Das am besten zum billigsten Preis. Auch dieser Wahrheit müssen wir ins Auge schauen. Zum billigsten Preis, vielleicht regional, vielleicht bio, aber Hauptsache der Preis stimmt und die Mindestanforderung ist natürlich genussfähig. Pflanzenschutz ist also notwendig, um gesunde Lebensmittel zu produzieren. Wozu Pflanzenschutzmittelverbote führen, das hat man am Beispiel der Kartoffel, der Erdäpfel gesehen. Hier sind Pflanzenschutzmittel verboten worden, ohne dass es praxisnahe Alternativen gibt. Das hat dazu geführt, dass ein Großteil der Erdäpfelernte nicht genussfähig war. Die Eigenproduktion in Österreich war damit nicht mehr gewährleistet, mit allen daraus sich ergebenden Konsequenzen,
die Äpfel sind dann aus Ägypten gekommen. Ägypten ist ein Land, das in Nordafrika liegt. Dort gibt es extreme Wasserversorgungsprobleme, dort gibt es insgesamt Ernährungsprobleme. Und das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, bei uns die Produktion zu verbieten. Und dann kommen diese Lebensmittel, wie zum Beispiel die Erdäpfel, aus Ländern, wo es Probleme gibt und wo dann vielleicht auch noch Menschen zu uns kommen, weil sie vor Ort schon zu wenig Essen haben. Und jetzt bin ich schon bei der Konsumentensicht. Das ist ein innerer Widerspruch zur gesellschaftspolitischen Sicht, wenn ich das so sagen darf. Was ist gewollt, was ist erwünscht, was ist geduldet, gerade noch geduldet und was ist unerwünscht und was ist verboten? Ich glaube, man kann es auf den Punkt bringen, Pflanzenschutz ist per se oberflächlich betrachtet gesellschaftspolitisch unerwünscht. Nur diese Ansicht ist massiv zu hinterfragen. Das kann man aus zwei Blickwinkeln tun, Blick in die Vergangenheit und Blick in die Zukunft. Wenn wir zurückschauen, wo sind die größten Produktionsfortschritte in den letzten Jahrzehnten im Bereich der Landwirtschaft gemacht worden, durch Düngerproduktion und auch durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Das muss man ganz einfach mal zur Kenntnis nehmen. Hat 1950 ein Bauer noch 10 Menschen mit Lebensmitteln ernährt, so sind es 70 Jahre später ernährt ein Bauer 120 Menschen mit Lebensmitteln. Da braucht man entsprechend einen enormen Produktionsfortschritt. Das ist nur durch Düngemittelproduktion, nur durch den Pflanzenschutz gegangen. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann müssen wir uns auch vergegenwärtigen, dass in Zukunft 2050 viel mehr Menschen, nämlich 10 Milliarden Menschen auf unserem Planeten leben werden und die müssen mit Lebensmitteln versorgt werden. Jetzt wissen wir aber auch, die Menschen werden mehr. Die zur Verfügung stehende fruchtbare Fläche wird weniger durch Versalzung, durch Versteppung, durch Versiegelung, auch durch die Menschen, das müssen wir hintanhalten, aber die Fläche wird weniger und die Menschen werden mehr. Das heißt, wir brauchen eine nachhaltige Intensivierung. Das steht einmal für mich fest. Und das wird ohne Pflanzenschutz nicht gehen. Das kann und wird ohne Pflanzenschutz ganz einfach nicht gehen. Ich möchte abschließend noch eine Sicht erwähnen. Das ist die betriebliche Sicht. Die Sicht des Landwirts, des Bauers, der Bäuerin. Ganz einfach, wie funktioniert ein Bauernhof? Ein Bauernhof ist ja auch eine Sinnfrage. Man will Lebensmittel produzieren. Seien es tierische Produkte, seien es pflanzliche Produkte. Es macht ja keinen Sinn, Lebensmittel zu produzieren, die nicht genussfähig sind. Und im Pflanzenbau heißt das ganz einfach, Pflanzenschutz sinnvoll anzuwenden. Ich sage Ihnen ein Argument, warum die Gesellschaft keine Angst haben muss, dass Pflanzenschutz irgendwie großartig leichtfertig angewendet wird. Das kann nicht sein, weil Pflanzenschutz ist mit Kosten verbunden. Und jeder Betrieb muss auch kalkulieren. Und deswegen kann man sicher sein, dass hier auch entsprechend kalkuliert wird. Abgesehen davon ist der Nicht-Einsatz von Pflanzenschutz nicht nur ein betriebliches Thema. Wenn die Pflanzenproduktion ohne ausreichend zur Verfügung stehende Pflanzenschutzmittel, vor allem wirksame Pflanzenschutzmittel, nicht funktioniert, dann wird ein Landwirt dieses Produkt nicht mehr anbauen. Jüngstes Beispiel Zuckerrüben. Hier hat man europaweit Produkte zur Schädlingsbekämpfung verboten, was dazu geführt hat, dass die Zuckerproduktionsfläche gesunken ist. Jetzt kommt ein Umdenken in Schwung. Wir haben gesehen, alleine in Österreich wäre damit eine Zuckerfabrik gefährdet. Die nächsten Stunden werden hier entscheiden, wie kann es gut weitergehen. Aber nicht vorhandener Pflanzenschutz führt auch zu Gefährdung von Arbeitsplätzen. Das haben auch die Franzosen erkannt, weil dort gerade auch die Zuckerwirtschaft in enorme Probleme gekommen ist und damit auch zigtausende Arbeitsplätze allein in Frankreich gefährdet sind. Das heißt, wir brauchen hier einen vernünftigen Umgang mit Pflanzenschutz. Wir brauchen hier einen Blick fürs Ganze, fürs Wesentliche. Persönlich bin ich überzeugt davon, dass die Zukunft des Pflanzenbaus im integrierten Pflanzenbau liegt. Es zeigen auch die Zahlen in den letzten Jahren, die Wirkstoffmengen sind zurückgegangen. Das heißt, man geht verantwortungsvoll mit Pflanzenschutz um, um eben gesunde und genussfähige Lebensmittel zu erzeugen. Davon bin ich überzeugt. Eines ist mir zum Schluss noch wichtig. Wir brauchen in Europa kein agrarpolitisches Walt Disneyland, sondern wir brauchen die Produktion in Europa, wir brauchen die Produktion in den Regionen, unmittelbar vor der Haustür, um auch die Menschen ernähren zu können. Was ich nicht will, das ist, dass durch überhöhte Standards bei uns die Produktion nicht mehr stattfindet und dann in anderen Ländern stattfindet, wo auf Teufel komm heraus produziert wird. Das ist nicht Sinn der Sache. Das heißt, wir stehen für ein klares Bekenntnis zur Produktion in Europa mit höchsten Standards. Das können unsere Bauern und Bäuerinnen. Das werden wir auch in Zukunft tun. Wenn jetzt auf europäischer Ebene über einen neuen Weg diskutiert wird, dann kann ich nur sagen, gehen wir gemeinsam den österreichischen Weg.
regional einiges an Bio, aber vor allem mit höchsten Standards produziert, mit Hausverstand, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist der einzige Weg, der uns weiterbringt. Es geht um gesunde Nahrungsmittel, Lebensmittel für die Menschen, und machen wir bei einer Lebenslüge nicht mit. Die Produktion findet nicht bei uns statt, sondern unter viel schlechteren Standards anderswo. Ich bringe es immer auf den Punkt: Jeder, der bei uns eine Produktion in Europa nicht haben will, der nimmt gleichzeitig in Kauf, dass dieselbe Fläche oder mehr, dass damit Regenwald irgendwo anders verschwindet, brandgerodet wird. Das können wir nicht wollen. Deswegen ein ganz klares Bekenntnis zum österreichischen Weg, den wir auch in Europa salonfähig machen müssen. Ich bedanke mich bei allen, die hier mitarbeiten, und wünsche alles Gute für die Zukunft. Danke sehr. Vielen Dank, Stefan Pernkopf, und zuvor Christian Stockmar für diese jeweils einleitenden Statements. Mein Name ist Timo Künzle und ich darf Sie heute durch diesen achten IGP-Dialog führen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Im Rahmen dieser Dialogreihe möchte die Industriegruppe Pflanzenschutz einen Beitrag leisten zu einem sachlichen, offenen und transparenten Dialog rund um das Thema Landwirtschaft. Wir alle wissen, wenn es um die Versorgung mit Lebensmitteln geht, dann gibt es immer viel zu besprechen. Ziel ist dabei immer der gemeinsame und lösungsorientierte sachliche Dialog. In den vergangenen Jahren wird die Landwirtschaft immer zunehmend mit neuen und verschiedenen Anforderungen konfrontiert. Dass die eigentliche und ursprüngliche Aufgabe der Landwirtschaft die Produktion von Nahrungsmitteln ist, scheint dabei manchmal fast ein bisschen in Vergessenheit zu geraten. Besonders eindringlich wird verlangt, weniger zu spritzen, weniger zu düngen und teilweise auch weniger Land produktiv zu bewirtschaften. All das findet sich auch in den beiden im Frühjahr von der EU-Kommission vorgestellten Strategien Farm to Fork und Biodiversitätsstrategie wieder. Wie Bäuerinnen und Bauern diese Anforderungen ohne Ertragseinbußen und ohne Existenzgefahr für ihre Betriebe bewerkstelligen können, darüber wird oft weniger gesprochen und ist weniger zu hören. Das wollen wir jetzt ändern. Der Titel dieses achten IGP-Dialogs lautet daher, Sie haben es schon gehört, vom Green Deal zum Innovation Deal braucht es eine Agrarpolitik des Ermöglichens. Und welche innovativen Werkzeuge die Landwirtschaft tatsächlich draußen in der Praxis braucht, darüber wollen wir heute mit diesen Teilnehmern sprechen. Mit Norbert Linz, dem Vorsitzenden des Agrarausschusses im EU-Parlament, mit Georg Strasser, Präsident des Österreichischen Bauernbundes, und mit Henrik Teesch, dem operativen Geschäftsführer des Forums Moderne Landwirtschaft. Herzlich willkommen, meine Herren, an Sie. Und an alle, die uns jetzt draußen zuhören, darf ich den Hinweis geben, dass wenn Sie in Ihrem Fenster ein bisschen nach unten scrollen, dann finden Sie da ein Eingabefeld, wo Sie uns auch wie immer wieder Ihre Fragen schicken können, die wir dann gegen Ende des Dialogs gerne auch bearbeiten. Herr Linz, zuerst an Sie die Frage. Wir haben es gerade eben von Herrn Pernkopf gehört. Zusammengefasst, Pflanzenschutzmittel sind gesellschaftlich unerwünscht. Er sieht die Gefahr, dass Europa zu einer Art Disneyland wird, in dem vielleicht alles hübsch ausschaut und Umwelt- und Klimaanforderungen durchaus erfüllt werden, aber wo nicht mehr ausreichend produziert werden kann. Ist das nicht eigentlich genau das, worauf die Farm-to-Fork-Strategie mit ihrem 50% Reduktionsziel bei Pflanzenschutzmitteln hinausläuft? Und hat die EU-Kommission eigentlich noch Interesse an einer kleinstrukturierten und durchaus auch produktiven Landwirtschaft, wie wir sie hier in Österreich haben? Ja, vielen herzlichen Dank, Künzle, zunächst mal für die Einladung. Ich will mal am Anfang sagen, zunächst einmal, wenn es so wäre, wenn es am Ende zum Disneyland kommen würde, dann wäre das sicherlich der falscheste Weg, den wir in Europa einschlagen würden. Sie haben ja auch bewusst sozusagen die EU-Kommission angesprochen, weil die Strategie, die die EU-Kommission präsentiert hat, ist im Endeffekt ja immer noch eine Meinungsäußerung der EU-Kommission, also eine der drei wesentlichen Institutionen auf der europäischen Ebene. Und ich will für mich in Anspruch nehmen, dass ich durchaus in den letzten Monaten viele Fragen zu dieser Farm-to-Fork-Strategie, aber auch übrigens zur Biodiversitätsstrategie der Europäischen Union gestellt habe.
aber bis zum heutigen Tag noch sehr wenige Antworten bekommen habe. Ich darf auch sagen, der Prozess im Europäischen Parlament beginnt gerade erst, übrigens aus meinem Ausschuss heraus der Südtiroler Kollege Herbert Dorfmann als Berichterstatter mit großer Erfahrung, auch einer Region, wo Pflanzenschutz, Mitteleinsatz eine große Rolle spielt. Und ich darf Ihnen zusichern, dass wir aus dem Europäischen Parlament heraus, insbesondere aus dem Landwirtschaftsausschuss, sehr viele Fragen stellen werden. Landesrat Pernkopf hat ja zu Recht festgestellt, dass wir immer weniger Pflanzenschutzmittel haben, immer weniger aktive Substanzen, dass Mittel weggenommen werden, aber keine Alternativen angeboten werden, dass der Zulassungsprozess auf der europäischen Ebene viel zu lang geht und leider auch aus dem Europäischen Parlament, insbesondere von meinem Nachbarausschuss, dem Umweltausschuss, vieles aus ideologischer Perspektive gesehen wird und auch der Zulassungsprozess, wenn man so will, auch torpediert wird, indem immer wieder Einsprüche aus diesem Ausschuss kommen. Und ich möchte dem Landesrat Pernkopf zustimmen, dass es am Ende ja darum geht, zum einen Artenvielfalt zu gewährleisten und zum anderen aber auch die Ernährungssicherheit in Europa zu gewährleisten. Ich habe bisher noch keine ausreichenden Antworten seitens der Europäischen Kommission gehört, wie der sogenannte Food Leakage Effekt verhindert werden kann mit den Strategien. Die Prozentzahlen stehen im Raum. Übrigens hat mir auch noch keiner gesagt, wie das dann auf die Mitgliedstaaten verteilt werden soll, die einzelnen Ziele. Also ich bin schon der Meinung, dass Österreich, auch mein Heimatland Deutschland und auch andere Länder durchaus schon viel geleistet haben beim integrierten Pflanzenschutz in den letzten Jahren. Und ich sehe natürlich da auch ein Nord-Süd-Gefälle, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, in Europa. Auch das müssen wir dann diskutieren. Diejenigen, die schon in den letzten Jahren vorangegangen sind, nicht nur beim Pflanzenschutz, übrigens auch beim Antibiotika-Einsatz, wo schon große Reduzierungen erreicht worden sind. All das muss ja mit einbezogen werden. Da höre ich sehr wenig von seitens der Europäischen Kommission. Übrigens auch, was soll Grundlage sein für die Reduzierungsziele? Also welche Referenzjahre nehmen wir da dafür? Das sind für mich alles Fragen, die sind noch offen. Und ich bin optimistisch, dass wir genau dies im Europäischen Parlament diskutieren werden. Wie Sie vielleicht wissen, im Zuge der gemeinsamen Agrarpolitik haben wir als Europäisches Parlament jetzt ein Zeichen gesetzt. Es wird ein harter Konflikt zwischen den Mitgliedstaaten und auch dem Europäischen Parlament, was die stärkere Förderung auch der kleinstrukturierten Landwirtschaft betrifft. Ich habe das vorgestern auch bei der Trilogeröffnung gemeinsam mit meiner Bundeslandwirtschaftsministerin Glöckner auch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir aus dem Europäischen Parlament, insbesondere aus dem Agrarausschuss, in ein Signal setzen wollen im Rahmen der neuen GAP für die kleinstrukturierten bäuerlichen Familienbetriebe in Europa. Und dafür werden wir auch hart kämpfen. Braucht es, Herr Linz, sowas wie eine politische, wissenschaftliche Folgeabschätzung dieser Strategien, also die auch neben den Umweltaspekten fragt, was sind die Effekte, die einer verminderten Produktion sozusagen folgen würden? Gibt es da Bestrebungen in die Richtung? Leider bisher von Seiten der Europäischen Kommission nicht. Wir als EVP-Fraktion im Europäischen Parlament fordern das. Wir haben das übrigens auch gefordert, bevor die Strategien veröffentlicht worden sind. Also ich hätte mir lieber einen Weg gewünscht, wenn die Europäische Kommission eine wirklich tiefgehende Analyse gemacht hätte, eine Auswirkungsstudie gemacht hätte und danach prozentuale Reduzierungsvorschläge gemacht hätte, sowohl beim Pflanzenschutz als auch beim Dünger, als auch beim Antibiotika, übrigens aber auch beim Biozid. Mir ist bewusst, dass Österreich die Nummer eins ist in Europa bei der ökologischen Landwirtschaft mit 25%. Aber 25% für Europa bedeutet eine Verdreifachung innerhalb der nächsten 10 Jahre. Und leider stellt die Europäische Kommission
auch nicht die Nachfrage oder stellt die Nachfrage dann nicht ins Zentrum ihrer Politik. Man weiß sehr genau, beim Biomarkt noch mehr wie beim konventionellen, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt, kommt es sehr stark, sehr schnell zu Verwerfungen in den Märkten. Ich glaube, in Österreich haben wir das im Biomilchmarkt gesehen, übrigens auch in Deutschland, als in Bayern viel umgestiegen sind. Also ich will die Farm-to-Fork-Strategie, aber ich will auch, dass wir den Verbraucher nicht aus der Verantwortung lassen und dass wir eben das Thema Nachfrage aus dem Markt heraus nicht völlig abkoppeln von unseren Zielen. Ich gebe die Frage dann gleich weiter an Herrn Strasser. Beim vergangenen IGP-Dialog gab es ja harte Kritik von Seiten des österreichischen Landwirtschaftsministeriums an der Farm-to-Fork-Strategie. Wie sehen Sie das? Werden die Bedürfnisse kleiner und großer Betriebe ausreichend berücksichtigt und liefert die Strategie eigentlich die richtigen Antworten, wenn man eben neben den ökologischen auch ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigt? Ja, zunächst einen wunderschönen Vormittag. Danke für die Einladung. Danke, dass ich da dabei sein darf und die besten Grüße aus der Brucknerstraße, aus der Zentrale des Österreichischen Bauernbundes. Die Frage nach Groß und Klein, ja, die stellt sich nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa in der gemeinsamen Agrarpolitik. Und diese Widersprüche in den Strategien der Europäischen Union, die bringen uns Bäuerinnen und Bauern schon ziemlich auf die Palme, um das jetzt ein wenig zugespitzt zu formulieren. Weil auf der einen Seite erhöhte Ökoansprüche, erhöhte Klimaschutzansprüche, wir reden von mehr Biodiversität, wir reden von mehr Tierwohl. Und auf der anderen Seite die Handelspolitik der Europäischen Union, die immer noch in Richtung Mercosur gehen möchte, und ganz generell im Kontext des internationalen Handels, den wir grundsätzlich befürworten, haben wir eben Sorge, dass unsere bäuerlichen Familienbetriebe in ganz Europa vor die Hunde gehen. Das Groß- und Kleinthema spielt aber auch im Zusammenhang mit der Innovation eine gewisse Rolle. Und wenn man jetzt von der Verbesserung der landwirtschaftlichen Kulturpraktiken redet, von der Digitalisierung zum Beispiel, dann ist das keine Frage von Groß und Klein, sondern es ist eine Frage der Effizienzsteigerung, eine Frage für mehr Tierwohl und letztendlich auch eine Frage, um die Landwirtschaft in Europa ökologischer zu machen. Was würde denn aus Ihrer Sicht an der Farm-to-Fork-Strategie bislang fehlen? Welche Ergänzungen würden Sie sich wünschen? Ja, wir brauchen absolut diesen Brückenschluss. Also ich kenne die Dynamik in der Europäischen Kommission, im Europäischen Parlament und in den Entscheidungsgremien relativ gut. Und es wird da viel zu isoliert, entweder Landwirtschaft und Ökologie diskutiert. Wir brauchen hier eine Erweiterung der Perspektiven. Eine Farm-to-Fork-Strategie oder ein Green Deal kann nur im Kontext mit einer veränderten handelspolitischen Ausrichtung der Europäischen Union diskutiert und entschieden werden, weil sonst passiert uns das, was Stefan Bärenkopf mit den Erdäpfeln am österreichischen Markt formuliert hat, dass wir sozusagen über ambitionierte Pflanzenschutzreduktionsziele letztendlich unsere Eigenversorgung minimieren und dann Produkte aus aller Herren Länder, die mit großer Wahrscheinlichkeit zu schlechteren Standards produziert wurden und im Kontext der Agrarpolitik, wenn man sie weltweit anschaut, einfach dann keine Verbesserung stattfindet und schon gar nicht für die Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich oder in der Europäischen Union. Herr Tesch, in Deutschland sind die landwirtschaftlichen Betriebe im Durchschnitt ja deutlich größer als in Österreich. Was ergibt sich dadurch für die deutsche Sichtweise auf die Farm-to-Fork-Strategie? Werden da die Fragen beantwortet, die sich deutsche Landwirte und Landwirtinnen stellen? Also ich glaube, in vielen Punkten stellen sie sich die gleichen Fragen, egal ob das große oder kleine Betriebe sind. Herr Strasser hat es gerade gesagt, viele Themen, die dort aufkommen, sind für beide gleich.
Sicherlich sind große Betriebe eher in der Lage, bestimmte Anforderungen zu erfüllen, bestimmte Auflagen auch zu erfüllen. Nur die Frage ist, ist es tatsächlich auch das Ziel, was verfolgt werden soll? Wenn wir uns mal vom Pflanzenschutz abwenden, wir starten in den nächsten Tagen eine Kampagne zum Thema Tierwohl. Wenn man sich dort anguckt, welche Veränderungen, dramatischen Veränderungen sich in den letzten Jahren vollzogen haben, indem immer höhere Hygienestandards beispielsweise aufgebaut wurden, die es kleinen Schlachtereien nicht mehr ermöglichten, ihren Betrieb ökonomisch fortzusetzen und wir zu einer Konzentration gekommen sind, zu Riesenunternehmen, ist das sicherlich eine Entwicklung, die man so vorab nicht gesehen hat. Deshalb ist dieses Thema, was wir gerade auch diskutiert haben, bevor Dinge entschieden werden, eine Folgenabschätzung zu machen und zu sehen, welche Auswirkungen diese Entscheidungen haben, von ganz entscheidender Bedeutung. Lassen Sie mich vielleicht einen Schritt zurückgehen und kurz etwas sagen zum Forum Moderne Landwirtschaft, weil das auch ein bisschen unsere Stellung innerhalb dieser ganzen Diskussion zeigt. Das Forum Moderne Landwirtschaft gibt es etwa 5 Jahre. Wir werden getragen von den großen Bauernverbänden in Deutschland, aber auch von der vor- und nachgelagerten Industrie, haben knapp 60 Mitglieder. Und unsere Aufgabe ist in erster Linie, Verbraucherinformationen zu betreiben und eine Brücke zu bauen zwischen den Verbrauchern, Verbraucherinteressen auf der einen Seite, auch der Verbrauchermeinung und dem, was die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland an Aufgaben und an Zielen sehen. Und wir sind sozusagen mittendrin in diesem ideologischen Hexenkessel, wenn man das so will. Wir haben die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die einen sehr starken Druck natürlich ausüben, aus unterschiedlichen Gründen und sicher auch hehren Motivationen heraus, Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter voranzutreiben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine große Unwissenheit beim Verbraucher über bestimmte Dinge. Und diese Unwissenheit erzeugt Ängste. Und diese Ängste sind, glaube ich, genau das, was wir nicht brauchen. Und deshalb sehen wir unsere Aufgabe in erster Linie darin, darüber zu informieren, die Leute aufzuklären darüber, was an realistischer Landwirtschaft heute schon erfolgt, wie viele Anstrengungen unternommen werden, egal ob das im Tierschutz ist, im Pflanzenschutz und sonst irgendwas. Es sind viele Punkte auch eben schon angesprochen worden. Nur ist das eben, ich würde mal sagen, 95% der Verbraucher nicht bekannt. Und ich glaube, da liegt auch eine gewisse Aufgabe, die wir alle haben, Politik auch besser zu erklären und dann auch unsere Unterstützung zu bekommen, wenn solche Diskussionen aufkommen. Meine Erfahrung ist, wenn man mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern intensiver diskutiert und ihnen das aufzeigt, ihnen auch rationale Argumente einfach an die Hand bringt, dann hilft das durchaus. In welcher Form treten Sie denn an die Verbraucher in Deutschland heran und wie erfolgreich sind Sie dabei? Und dann gleich noch die Anschlussfrage, weil wir ja heute über Innovationen auch sprechen wollen. Was sind denn die konkreten Werkzeuge, die Landwirte brauchen, um zukunftsfit zu werden, um eben alle Anforderungen, die an sie gestellt werden, dann auch erfüllen zu können? Also zum einen arbeiten wir in der Regel außerhalb von Corona-Bedingungen sehr viel vor Ort. Wir haben knapp 800 Landwirte, die als Agrarscout sozusagen unsere Botschafter der modernen Landwirtschaft sind, im ganzen Land unterwegs sind, dort Veranstaltungen machen, zu Hoftouren einladen und so weiter und versuchen dort den Menschen moderne Landwirtschaft näher zu bringen. Wir arbeiten sehr viel in den Medien, vor allem in den sozialen Medien, um dort zu informieren, weil dort natürlich auch sehr viele Konsumenten sitzen. Und zwar genau die Konsumenten, die sich bestimmte Fragen stellen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, mal auf unsere Seiten zu gehen. Wir arbeiten sehr viel mit Bewegtbild. Ich habe schon fast überlegt, eigentlich einen kurzen Film zu zeigen über mehrere Landwirte, die auch im digitalen Bereich sehr viel unterwegs sind. Also das versuchen wir auf der einen Seite. Das Zweite, Sie haben das Thema Innovation angesprochen. Wir versuchen sehr viel auch über Innovation zu informieren. Und ich glaube, auch da gibt es noch sehr viel Nachholbedarf. Die Landwirtschaft per se ist innovativ. Also wenn man sich anguckt, von den Beginnen vor hunderttausenden Jahren an war das Bestreben der Landwirtschaft, immer effektiver zu arbeiten. Aber auch der Druck da, der ist auch heute da. Und deshalb sind auch viele Innovationen aus der Landwirtschaft hervorgegangen. Gleichzeitig ist es so,
dass wir, glaube ich, einen Nachholbedarf haben in der effektiven Anwendung von bestimmten Dingen. Ich selber komme aus dem Hightech-Bereich, habe mich viel mit künstlicher Intelligenz und anderen Fragen beschäftigt in der Vergangenheit. Und wenn ich mal vergleiche, die Zahl der Unternehmensgründungen beispielsweise in diesem Hightech-Bereich und in der Landwirtschaft, dann sieht man eine riesengroße Differenz. Wir haben 2,1% in Deutschland aller Gründungen nur im Bereich der Landwirtschaft, also der reinen Landwirtschaft. Das reicht meines Erachtens nicht aus. Wir geben knapp 600 Millionen Euro Staatsgelder aus jedes Jahr für Forschung und Entwicklung in dem Bereich. Das produktiver in die Praxis umzusetzen, ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Auf der anderen Seite sehe ich extrem viele Beispiele dafür, dass innovative Technologien angewandt werden, egal ob das auf dem Feld ist. Wir haben gerade einen Bericht abgedreht über die Maiskampagne, über de facto selbstfahrende Maishäcksler, die über alle möglichen digitalen Hilfsinstrumente verfügen. Wir haben eine ganze Reihe Dinge, egal im Kuh- oder im Schweinestall, wo digitale Technologien helfen, die Arbeit zu erleichtern, Tierwohl zu verbessern, Informationen zu sammeln, ökonomischer, ökologischer und so weiter zu arbeiten. Das heißt, es gibt schon sehr viel und dieses positive Beispiel versuchen wir auch rauszustellen. Herr Strasser, in Österreich haben wir das sprechende Schweinchen, das durch die Fernsehwerbung hüpft. Und ich glaube, auch teilweise die Landwirtschaft hilft auch hier und da mit, das Bild einer perfekten Idylle zu zeichnen. Österreich bietet sich ja auch an dafür. Inwiefern steht das vielleicht im Widerspruch zu den Innovationen, die österreichische Landwirtschaft braucht? Und welche wären das konkret? Das ist eine viel diskutierte Frage, Herr Künzle, in vielen Bauernversammlungen. Und um das ganz ehrlich anzusprechen, es wird in der Werbung immer eine gewisse Fiktion notwendig sein. Ich sage das in aller Deutlichkeit, mit Maß und Ziel, mit auch roten Linien, die nicht überschritten werden sollen. Aber eine Werbung ohne Fiktion würde für das Produkt bedeuten, mit wehenden Fahnen untergehen. Also man muss sich da schon nach den Bedürfnissen der Bevölkerung, der Kundschaft richten, aber es gibt auch rote Linien. Die Analyse, dass das oft idyllische Bild sozusagen von der Natur oder auch von der Landwirtschaft, wie sie denn einmal war, zu Oma oder Opas Zeiten war, das ist natürlich ein Widerspruch zu dem, was heute auf den Betrieben in Österreich und in Europa alles so gemacht wird. Und ich glaube, dass dieser Widerspruch auch in Zukunft bestehen wird, aber dass wir auf anderen Kanälen und nicht auf den Werbekanälen, sondern auf wissenschaftlichen Kanälen, in Fachjournalen, aber auch im persönlichen Dialog mit Kundinnen und Kunden schon darauf hinweisen müssen, dass es in der Landwirtschaft lebensnotwendig ist, moderne Technologien einzusetzen. Und speziell in Österreich glaube ich schon, dass wir im internationalen Vergleich hier eine gewisse Vorreiterrolle haben. Es gibt ja dieses Projekt des Ministeriums Innovation Farm. Es gibt vom Raiffeisen Lagerhaus diese Aktion, dieses Unternehmen Agro Innovation Lab, wo wir nicht nur österreichische Anwendungen sozusagen nach vorne bringen wollen, sondern auch die internationale Entwicklung, wenn es um die Digitalisierung in der Landwirtschaft geht. Also zusammengefasst, es gibt immer zwei Welten, und wenn wir jetzt von der Kommunikation reden. Das eine ist seriöse Werbung mit guten Bildern, die letztendlich den Produktverkauf fördern, aber auf der anderen Seite gut platziert und auch medial gut aufgearbeitet das wahre Bild der Landwirtschaft herzeigen, so wie Bäuerinnen und Bauern leben, so wie Bäuerinnen und Bauern tagtäglich wirtschaften. Wenn wir das Reduktionsziel 50% beim Pflanzenschutz anschauen, das ist ja eigentlich oder wäre ein radikaler Einschnitt. Welche
radikalen Innovationen, sage ich jetzt mal, braucht es denn, um das zu kompensieren? Also welche Werkzeuge fehlen denn der österreichischen Landwirtschaft? Also ich sage jetzt mal, braucht es die neuen Züchtungstechniken, die jetzt momentan diskutiert werden? Brauchen wir ganz andere Landmaschinen? Wie schaut es mit Breitband, Internetausbau aus und so weiter? Also wo liegen die konkreten Probleme, die hier angegangen werden müssen? Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage. Zum einen, und das ist auch eine Diskussion, die uns immer mit den Koalitionspartnern auch beschäftigt, wo steht denn die österreichische, und wirklich jetzt sehr isoliert betrachtet, die österreichische Landwirtschaft? Und wissenschaftliche Analysen zeigen uns, dass wir in Wahrheit Vorreiter sind. Diese viel gepriesenen 25% Biolandbau, die Teilnahme am Ö-Pool und letztendlich auch dort, wo Pflanzenschutz angewendet wird, sagt uns die AGES bzw. die Untersuchungsergebnisse, wenn es um Pflanzenschutzmittelrückstände geht, dass wir hier Weltmeister sind. Ja, wir können aber über Weiterentwicklung reden. Es dürfen aber sozusagen nicht die Bauern am Ende des Tages jene sein, die Zeche zahlen und letztendlich dann die Wirtschaftlichkeit am Betrieb nicht mehr gegeben ist. So gesehen ist es notwendig, über die Digitalisierungsmaßnahmen, über bessere Geräte, zum Beispiel in der Ackerbewirtschaftung, einfach auch die Effizienz zu steigern. Weil dort, wo weniger Pflanzenschutz oder Düngemittel angewendet wird oder effizienter angewendet wird, dort stimmt auch die Rechnung besser. Beziehungsweise können wir in der österreichischen Bilanz dann sagen, ja, wir haben uns bewegt und gleichzeitig auch die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern abgesichert. Und generell, und Sie haben das schon angesprochen, der Breitbandausbau im ländlichen Raum, und ich bin da wirklich dankbar, dass dieses Thema jetzt im Landwirtschaftsministerium in Österreich verortet ist etwas, was in den Gemeinden, in den ländlichen Regionen für Lebensqualität sorgt und auch für die Bäuerinnen und Bauern in Wahrheit lebensnotwendig ist. Für die Kinder, die zu Hause lernen, für die Eltern, die ihre Tiere übers Internet bei der AMA melden und auch für zum Beispiel den Melkroboter, der regelmäßig sein Update braucht, damit er ordentlich funktioniert. Ganz kurz vielleicht noch, wie stehen Sie zu den neuen Züchtungstechniken? Da sagt ja die Wissenschaft in relativ eindeutiger Sprache, wenn wir diese ermöglichen und besser ermöglichen, dann können wir auf dem Weg zum Beispiel auch wieder Pflanzenschutzmittel einsparen, weil wir resistentere Pflanzen haben. Wäre das nicht so ein Punkt, wo wir ein Umdenken brauchen? Da brauchen wir mit Sicherheit ein Umdenken im politischen, im öffentlichen Diskurs und mehr Gewicht der wissenschaftlichen Meinung im öffentlichen Diskurs. Das ist sozusagen mein Metaziel. Konkret, Sie haben mich nach meiner persönlichen Einschätzung gefragt. Ich habe auf der BOKU Lebensmittel und Biotechnologie studiert und ich glaube, ich weiß, wie Genetik funktioniert, wie Mutationen funktionieren. Und wir sollten uns per se nicht vor jeder Mutation fürchten, die im Labor angewendet oder die im Labor induziert wird. Weil sonst kommt es dann so weit, dass wir uns dann bald vor den Mutationen, die natürlich induziert in der Natur funktionieren, fürchten würden. Das ist das eine. Und das andere ist, ich sehe da im europäischen Diskurs auch Bioverbände, auch Bauern, die sagen, es wäre dringend notwendig, uns differenziert diese neuen Züchtungsmethoden anzuschauen und sie dann zu bewerten. Und das ist die Meinung des Österreichischen Bauernbundes. Bitte nicht eine Technologie von vornherein verteufeln, sondern schauen, was sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und dann lassen Sie uns bitte in aller Ruhe entscheiden, welche Methoden wir in die Kiste Gentechnik geben, und die brauchen wir in Österreich nicht. Und welche Methoden bringen uns weiter und können sozusagen ohne negativen Einfluss auf das Image unserer Produkte angewendet werden. Herr Lenz, darf ich die Frage an Sie weitergeben? Wir haben jetzt in den vergangenen Tagen eigentlich von allen Seiten fast schon eine euphorische Stimmung, weil ein Corona-Impfstoff in Aussicht gestellt wird, der mittels Gentechnik erzeugt wurde, wo man sozusagen Gentechnik direkt am Menschen anwendet.
Bei der Gentechnik in der Landwirtschaft haben wir da noch eine ganz andere Einstellung. Welche Überlegungen gibt es im Europäischen Parlament? Ist da ein Umdenken in Aussicht? Gibt es Bestrebungen oder, wenn wir auch weggehen von der Gentechnik, welche Möglichkeiten gibt es generell der Landwirtschaft, Zugang zu innovativen Werkzeugen zu verschaffen? Ja, ich will mich da ausdrücklich dem Beitrag von Präsident Strasser anschließen. Es geht nicht darum, sozusagen zu sagen, jede Innovation oder die neuen Züchtungstechniken sind per se der Stein des Weisen und das wird uns dazu bringen, dass wir keinen oder ganz wenig Pflanzenschutzmitteleinsatz in Zukunft brauchen. Aber eben zu sagen, und da habe ich den Eindruck von manchen politischen Akteuren, auch Parteien, wird versucht, diese Diskussion überhaupt nicht zu ermöglichen. Ich will schon sagen, und da schließe ich mich auch Präsident Strasser an, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen der traditionellen Gentechnik und das, was wir jetzt diskutieren mit neuen Züchtungstechniken. Also der Eingriff ist nach meinem Verständnis deutlich geringer. Und dann kann man natürlich auch unter Diskussionen führen, lassen wir nur Art eigene Mutationen zu, also Herausnahme von bestimmten Bestandteilen oder lassen wir auch Artfremde zu und so weiter. Also diese Debatte ist viel komplexer, als sie vielleicht am Anfang zum Ausdruck bringt. Und ich will schon sagen, also ein kleiner Hoffnungsschimmer sehe ich schon, der diesjährige Nobelpreis ging an zwei Forscher, die CRISPR-Cas und Genome Editing erfunden haben oder im Wesentlichen daran beteiligt waren. Und ich sehe auch in meinem Heimatland, das finde ich auch positiv, bei einem politischen Wettbewerber, also ich meine natürlich die Grünen, durchaus auch eine kontroverse Diskussion, sage ich mal, zwischen Wissenschaftspolitikern in der Partei und, wenn man so will, den klassischen Vertretern, die eher, sage ich mal, in der Nähe von Nichtregierungsorganisationen sitzen. Das empfinde ich als positives Element, dass dort also Streit, dass Konflikt da ist, aber dass diskutiert wird, dass eben diese neuen Züchtungstechniken einen Beitrag leisten können für mehr Innovation, für weniger Pflanzenschutzmitteleinsatz, dass das sozusagen ein Teil der Lösung sein kann in Zukunft. Ich will aber auch sagen, ich habe schon den Eindruck, dass die Europäische Kommission in dem Bereich auch nicht mit großem Tempo vorangeht, sondern dort heißt es im Moment, ja, wir warten jetzt die Studie, die in Auftrag gegebene Studie ab bis April 2021 und dann entscheiden wir, ob wir gesetzgeberisch tätig werden oder nicht. Also ich würde mir da eine stärkere Fokussierung auch in dem Bereich wünschen seitens der Europäischen Kommission. Welche Innovationen sehen Sie noch und sehen Sie generell im Parlament eine Bereitschaft, sozusagen einem Green Deal, auch eine Art Innovation Deal folgen zu lassen? Und wie können diese Innovationen dann der Landwirtschaft zugänglich gemacht werden? Ja, also ich sehe Bereitschaft. Ich kann nicht sagen, dass die immer mehrheitsfähig dann im Europäischen Parlament ist. Ich bin ja als Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses, sitze ich einem Ausschuss vor, der sehr offen ist für Innovationen, sage ich mal, der sehr technologiefreundlich ist. Und genau diese Diskussion werden wir jetzt führen im Zuge der Farm-to-Fork-Diskussion mit unserem Partnerausschuss, dem Umweltausschuss im Europäischen Parlament. Da wird es viele Diskussionen geben. Aber ich sehe schon, wenn Sie zum Beispiel die Diskussion um die sogenannten Eco-Schemes sehen, die Ökologisierungsmaßnahmen, die ja jetzt in der ersten Säule vereinbart sind, wo wir im Trilog jetzt noch über den Prozentsatz streiten in der ersten Säule, aber wo der Grundsatzbeschluss da ist, dass es diese Eco-Schemes gibt, es soll alle ein Element auch die Präzisionslandwirtschaft sein. Das heißt also, da ist für mich schon ein Innovationsteil drin. Ich bin aber gespannt, wie wir das dann
ausformulieren, weil das entscheidet auch dann darüber, ob diese Innovationen dann tatsächlich auch mit Anreizen in die Landwirtschaft hineinkommen. Mhm. Herr Tesch, in Deutschland gibt es da den politischen Willen für so einen Innovation Deal oder stehen da Verbote und Restriktionen im Vordergrund? Ich glaube, es ist ein Mix. Lassen Sie mich vielleicht noch mal eine Sache sagen. Es ist doch schon absurd, dass wir einen Nobelpreis verleihen für höchste wissenschaftliche Leistungen, die im aufgeklärten Europa verboten sind. Diese Absurdität muss man sich wirklich auch mal vor Augen führen. Und ich glaube, das wird mehr und mehr auch den Leuten bewusst, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch neue Wege gehen müssen. Es muss aber auch nicht immer so radikal sein. Ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen, allein im technologischen Bereich. Wir sind Ausrichter des sogenannten Erlebnisbauernhofs auf der Grünen Woche. Und wir hatten in diesem Jahr auf dieser Grünen Woche einen Maishäcksler zu stehen, der ausgestattet war mit einer Analyseeinheit, die es vermochte, innerhalb von einer Minute 6.000 Untersuchungen der Nährstoffe zu machen, die dem Boden entnommen wurde. Das Ganze wurde wiederum in ein intelligentes System gegeben, sodass auf den Quadratmeter genau auch nachgedüngt werden konnte. Das heißt, ich konnte genau feststellen, welche Nährstoffe ich diesem Quadratmeter entnommen habe und konnte entsprechend die Nährstoffgabe, die auch die Düngergabe, die notwendig war, dann auch genau auf den Quadratmeter machen. Ich glaube, das sind Technologien, die in den nächsten Jahren viel stärker auf den Markt kommen werden, die uns ermöglichen, nochmal einen wesentlichen Schritt auch im Hinblick auf die Einsparung von Pflanzenschutzmitteln, Dünger und so weiter auch zu gehen. Auch natürlich im Bereich der Bodenbearbeitung und gibt es dort genügend Landtechnikhersteller, die dann im mechanischen Bereich Dinge lösen. Aber ich glaube, es ist nicht die einzelne Säule, die das macht, sondern es ist tatsächlich die Kombination aus unterschiedlichen Maßnahmen, die wir ermöglichen müssen und wo wir auch mit dem positiven Beispiel in Richtung der Landwirte auch arbeiten müssen. Wenn es jetzt um Innovationen geht, dann beziehungsweise um die Ziele der Farm-to-Fork-Strategie und der Biodiversitätsstrategie, dann sind diese Reduktionen von Pflanzenschutzmittel und Düngemittel eine Sache. Aber dann zum anderen gibt es ja auch die Bestrebung, mehr Land sozusagen aus der Produktion rauszunehmen, weil wir die Probleme mit dem Rückgang der Artenvielfalt zum Beispiel haben. Würde das zu einer modernen Landwirtschaft auch passen, dass man gezielt ökologische Maßnahmen, zum Beispiel wird ja diskutiert, so etwas wie digitaler Streifenanbau oder Agroforstsysteme Sie haben in Ostdeutschland zum Beispiel Regionen, wo man tatsächlich bis zum Horizont vielleicht teilweise keinen Baum und keinen Strauch sieht. Also würden solche Innovationen auch helfen, hier ganz konkret Flächen der Natur zurückzugeben und trotzdem die Landwirtschaft produktiv zu erhalten? Ja, es ist natürlich noch mal ein gewisser Widerspruch in sich, weil die Anforderungen oder der Druck auf die Landwirte dadurch noch mal extra erhöht wird, wenn wir die Flächen insgesamt auch reduzieren. Trotz alledem wird das ja schon gemacht. Also allein die deutschen Bäuerinnen und Bauern haben mehr als 5.000 Kilometer Blühstreifen beispielsweise in den letzten ein, zwei Jahren angelegt. Wir haben Agroforst-Aktivitäten und so weiter und so fort. Das gibt es alles. Man muss sich allerdings auch nochmal vor Augen führen, dass der größte Landraub ja nicht durch die Landwirtschaft entsteht, sondern dass die landwirtschaftliche Nutzfläche auch immer weiter zurückgeht. Und ich glaube, da muss man sich auch ehrlich machen und sagen, die Ursachen liegen woanders. Gleichzeitig aber auch die Bäuerinnen und Bauern auch sagen wir mal, aktivieren, solche Maßnahmen zu ergreifen, weil es gibt immer irgendwelche Eckflächen und so weiter, die sich da anbieten, die jetzt die ökonomische Situation nicht zu sehr verschärfen, die man da nutzen kann. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Chancen. Wenn Sie jetzt sagen, wir haben das alles, dann würden jetzt wahrscheinlich andere Diskussionsteilnehmer sagen, es kann noch nicht genug sein, sonst hätten wir nicht diverse Probleme mit Artenvielfaltrückgang und so weiter. Also wie sehen Sie das? Ich kann natürlich sagen, natürlich, wenn ich gar keine Landwirtschaft mehr habe und alles brach liegen lasse, dann habe ich zwar eine bunte
Insektenvielfalt, aber möglicherweise auch keine Menschen mehr, die ernährt werden können. Also ich glaube, es geht immer mehr und wir haben vorhin ja die Diskussion gehabt, auf welcher Grundlage entscheidet man Prozente? Gibt es eine wissenschaftliche Grundlage zu sagen, wir müssen 25% einsparen oder 50%? Und ähnlich ist es hier aus meiner Sicht auch. Ja. Wie viel Prozent der Nutzfläche müssen wir der Natur in irgendeiner Form zurückführen, damit wir eine besonders tolle Artenvielfalt haben? Hm. Herr Strasser, wie sehen Sie das? Welche konkreten politischen Schritte bräuchte es denn jetzt in Österreich, um Innovationen voranzubringen? Und vielleicht auch, welche Rolle können denn ein Maschinenring und Genossenschaften spielen, gerade wenn man jetzt an die vielen Nebenerwerbslandwirte denkt, die wahrscheinlich sich nicht immer für ihren Hof das neueste Satellitensystem und so weiter kaufen können? Entschuldigung, ich möchte andocken bei dem Thema, das jetzt gerade diskutiert worden ist. Ein großes Manko, das diese Diskussion rund um Biodiversität und um Flächenstilllegung und auch generell in der Ökologisierung hat, ist, dass gewisse Studien einfach nicht eine Datengrundlage für eine seriöse Diskussion sind. Also da gibt es Studien zu Insekten, zu Vögeln, wo ich jetzt allein aus dem österreichischen Kontext behaupten darf, dass wir in Österreich angeprangert werden als Bäuerinnen und Bauern, es aber dazu in Österreich keine konkreten Studien nicht gibt. Also das sozusagen in diesem ganzen Impact Assessment, das wir immer wieder auf europäischer Ebene zu verschiedensten Programmen fordern, wird es notwendig sein, einfach die wissenschaftliche Datenbasis zu verbessern, um diese Voodoo-Diskussionen, die oft geführt werden, einfach ein wenig einzudämmen. Das ist das eine. Politische Maßnahmen in Österreich beziehungsweise im europäischen Kontext. Ich sehe in der gemeinsamen Agrarpolitik schon jetzt sehr viele Möglichkeiten, sehr regional bezogene oder national bezogene Programme auch in einem europäischen Kontext einzubetten und bin dankbar für die letzten Beschlüsse, weil damit der erfolgreiche österreichische Weg in der gemeinsamen Agrarpolitik weitergehen wird können. Mit einem großen Schwerpunkt auf Biolandbau und auch auf konventionell integrierte Wirtschaftsweise. Das ist schon alles okay. Jetzt konkret zu Ihrer Frage. Was können Genossenschaften tun, beziehungsweise wieder, wenn es um Innovation oder Digitalisierung geht, ist das auch für den Kleinbetrieb zu nutzen, dann sage ich ja. Es ist ein ganz großes Missverständnis, wenn man glaubt, dass Innovation, Mechanisierung und Digitalisierung nur für den Großbetrieb gemacht ist. Nein, da gibt es den Maschinenring, da gibt es das Raiffeisen-Lagerhaus, wo überbetrieblicher Maschineneinsatz forciert wird. Und wenn sich Bäuerinnen und Bauern zu einer Maschinengemeinschaft zusammenschließen, in Tagen wie diesen in meiner Region, gerade wenn es um die Reduktion vom Ammoniakausstoß auf den Feldern geht, ist da vieles in Bewegung. Das heißt, modernste Geräte werden die landwirtschaftliche Praxis verbessern. Es muss aber auch damit einhergehen, dass die betriebswirtschaftliche Rechnung auch stimmt. Um letztendlich in diesem Kontext der erhöhten gesellschaftlichen Erwartungen auch das Wirtschaften für Bäuerinnen und Bauern möglich ist in Zukunft. Herr Lenz, wie sehen Sie das? Welche Rolle spielen Maschinenring und Genossenschaften bei der Weiterleitung quasi von Innovationen an die Landwirtschaft in Europa bzw. auch in Deutschland? Eine ganz große Rolle. Ja, sicherlich gibt es da Unterschiede, sei mal zwischen Süd-, Nord- und auch Ostdeutschland. Ich komme aus Baden-Württemberg, also aus dem Bundesland in Deutschland mit der kleinstrukturiertesten Landwirtschaft, wo es ganz klar ist, mit sehr vielen Nebenerwerbsbetrieben. 60% der Betriebe in Baden-Württemberg sind Nebenerwerbsbetriebe, wo wir genau das schon lange praktizieren. Ich komme vom Bodensee, wo wir Obstbau
haben, wo es natürlich gar nicht anders möglich wäre, mit dem 2 Hektar, 5 Hektar oder 7 Hektar Nebenerwerbsobstbaubetrieb, ne, die Maschinen alle selber vorzuhalten. Schon sozusagen in der jetzigen Welt und auch das, was natürlich kommt, wie vorher beschrieben, mit Drohnen, mit Drohneneinsatz und mit immer hochtechnologisierten Geräten, Maschinen, die natürlich dann auch ihren Preis kosten. Und deswegen glaube ich, wird dieses Thema, ob das jetzt genossenschaftliche Maschinenring, dass all diese Kooperationen in Zukunft sicherlich noch eine größere Rolle spielen. Aber ich glaube auch, dass der Staat auf den verschiedenen Ebenen da schon eine Rolle hat, wenn er bestimmte Vorstellungen hat, die ja auch von der Gesellschaft gewünscht sind, dann müssen wir, glaube ich, schon auch über das Thema Investitionsförderung reden, Anreizsetzung, nicht nur was ökologische Maßnahmen auf dem Feld betrifft, sondern eben auch Investitionsförderung für die Digitalisierung, für eine stärkere Technologisierung, die dann eben auch die Landwirte in die Lage versetzen kann, die gesellschaftlichen Wünsche zu erfüllen. Und ich möchte auch nochmal darauf zurückkommen, was Präsident Strasser auch gesagt hat. Ja, ich finde, wir brauchen eine seriöse Datengrundlage. Also in Deutschland wird zum Beispiel immer wieder die Krefelder Insektenstudie zitiert, ne, als sozusagen als die Grundlage für die Debatte. Da darf man auch mal sagen, ne, dass diese Studie über die letzten Jahrzehnten im Wesentlichen in Naturschutzgebieten stattgefunden hat und gar nicht, ne, so stark auf der Agrarfläche. Also ich will auch da sagen, ne, wenn ich dann Rechnungshofsberichte lese vom Europäischen Rechnungshof, die dann genau auf diese Studien dann abzielen oder sich darauf berufen und dann sagen, das Greening hat versagt seitens der europäischen Ebene und die gemeinsame Agrarpolitik im Ganzen sowieso. Ich finde, da muss man Fragen stellen, weil wir ja schon gemerkt haben, und ich leugne überhaupt nicht, ne, man wird da immer sehr schnell falsch verstanden, ich leugne überhaupt nicht, dass die Landwirtschaft eine Verantwortung hat und auch wie wir Landwirtschaft betreiben, dass es eine Auswirkung hat auf die Biodiversität. Aber es gibt eben auch andere Quellen und die müssen in einer seriösen Debatte auch vorkommen, wie die Lichtverschmutzung, wie natürlich der stärkere Ausbau der Infrastruktur, aber auch, ne, zum Beispiel gerade in meinem Heimatland Baden-Württemberg sehr stark Ausbau von Wohngebieten im ländlichen Raum, weil wir einen starken ländlichen Raum haben, ist da natürlich auch viel Infrastruktur aufgebaut, ausgebaut worden in den letzten Jahrzehnten und damit natürlich auch viel landwirtschaftliche Fläche verschwunden. Aber auch dann die Verantwortung des Häuslebesitzers, wenn ich es mal schwäbisch sagen darf, der natürlich auch für Biodiversität verantwortlich ist, ne, wie er seinen Garten bewirtschaftet sozusagen, ja, und was er dort eben auch an Artenvielfalt zulässt. Das soll nicht dazu führen, ne, dass ich die Verantwortung wegschieben will von der Landwirtschaft, aber sie gehört einfach dann auch in die Debatte dazu. Und das gilt übrigens auch in Richtung Europäischer Kommission. Also mich hat es sehr geärgert bei der Vorstellung der Farm-to-Fork-Strategie, dass die Kommission reinschreibt in die einleitenden Sätze, die Landwirtschaft ist für 29% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ja, das ist der weltweite Prozentsatz. Ne? Und da sind alle besonders landwirtschaftlich geprägte Länder dann auch mit einbezogen. Ich nenne mal ein Beispiel, Äthiopien mit 77% der Bevölkerung, die nur landwirtschaftlich tätig sind, also im Wesentlichen sich selber versorgen, da ist ja logisch, ne, dass der Emissionsanteil seitens der Landwirtschaft dann sehr hoch ist, wenn man praktisch keine Industrialisierung hat. In Europa beträgt dieser Anteil 10,3%. Ne, und auf der anderen Seite muss eben auch debattiert werden über das Thema, was die Landwirtschaft positiv leistet, ne, im Sinne der Kohlenstoffbindung, ja, und eben auch der Herstellung zum Beispiel, ne, von Substitutionsmöglichkeiten. Ne, ich nenne das natürlich in Österreich besonders wichtige Thema Holz oder der Holzsektor, der da einen riesen Beitrag leistet. Und ich finde, das kommt in der Strategie der Kommission eben auch zu wenig vor, dass die Landwirtschaft eben gerade im Bereich der Reduzierung der Treibhausgasemissionen der einzige Sektor
ist, der eben nicht nur im Minusbereich, also Erzeugung von Emissionen, unterwegs ist, sondern eben auch einen Kohlenstoffbindungsbeitrag leistet, sowohl im Holzbereich als auch auf dem Feld, ob das Grünland ist oder Ackerland, ne, wo dann eben Kohlenstoffbindung durch Humusaufbau entsprechend auch stattfindet. Und das gehört eben mit in diese Diskussion hinein. Oder zum Beispiel, das als letztes, die europäische Kuh, wenn ich es mal so sagen darf, ne, hat einen geringeren Methanausstoß als die brasilianische oder die argentinische Kuh, ne, weil wir durch Fütterungstechnik eben da durchaus schon weiter sind wie andere Teile der Welt. Auch das muss in die Diskussion mit einbezogen werden. Ich würde noch mal ganz gern kurz auf das Thema Pflanzenschutzmittel zu sprechen kommen. Wir haben jetzt gesagt, es gibt eigentlich das Klima und auch den politischen Willen, hier deutliche Reduktionen vorzunehmen. Glauben Sie, dass in diesem Klima dennoch auch die Bereitschaft steht, neue und vielleicht innovative Pflanzenschutzmittel und Wirkstoffe zuzulassen? Und inwieweit sehen Sie da auch die Bereitschaft, zum Beispiel beim Lebensmittelhandel dann da auch dazu zu stehen und das mitzutragen? Oder ist das Klima schon so, dass man da sozusagen lieber das nicht drüber sprechen will und wer weiß, ob in Zukunft überhaupt noch neue Wirkstoffe zugelassen werden können? Ja, also ich erhoffe mir von der Debatte insbesondere über Niedrigrisiko-Pflanzenschutzmittel, dass wir dort vorankommen, dass dort auch das Zulassungsverfahren vereinfacht wird. Das war übrigens auch ein Kernausfluss eines Sonderausschusses in der vorhergehenden Legislaturperiode des Europäischen Parlaments, wo ich Berichterstatter sein durfte in demselbigen, dass in dem Bereich eben das Unterschiede auch zugelassen werden müssen im Zulassungsverfahren. Ich sehe leider dort im Moment aber nicht, dass daran stark gearbeitet wird. Aber ich wünsche mir, und da bin ich auch optimistisch, dass wir das im Europäischen Parlament voranbringen, dass wir das nochmal zum Ausdruck bringen im Rahmen der Farm-to-Fork-Strategie, dass auch dessen Teil sein muss. Und Sie sprechen zu Recht den Lebensmitteleinzelhandel auch an. Das bemängle ich auch schon seit Monaten, dass in der Farm-to-Fork-Strategie ganz, ganz konkrete Ziele für die Landwirtschaft, also für den Primärsektor, drin sind mit den Reduzierungsprozentzahlen, aber dann in der Kette, in der Lieferkette, es sehr vage bleibt, dort sehr viel Prosa drin ist, aber eigentlich wenig weiter vorgesehen ist, was hat die Verarbeitung zu leisten, was hat der Lebensmitteleinzelhandel für einen Beitrag zu leisten und was ist eigentlich auch die Verantwortung des Verbrauchers an der Ladentheke. Das ist viel zu wenig im Fokus der Farm-to-Fork-Debatte, obwohl es ja heißt, vom Hof auf den Teller. Und ich habe den Eindruck, bei der Strategie ist die Konzentration sehr stark auf dem Hof, aber ganz schwach auf dem Teller. Und da wünsche ich mir in der Parlamentsdebatte, dass wir da eine bessere Balance hinbekommen im Europäischen Parlament. Herr Strasser, der österreichische Lebensmittelhandel, die Lebensmittelhersteller, wie stehen die zum Thema Pflanzenschutz aus Ihrer Sicht? Gibt es da eine Bereitschaft, auch innovative Wirkstoffe zu verwirklichen und dann am Ende das auch offensiv zu vertreten womöglich? Oder möchte man das lieber nicht erwähnen, dass vielleicht sowohl die Bioprodukte als auch die konventionellen zum Teil eben mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden? Oder nichts? Wir hören Sie jetzt gerade nicht, Herr Strasser. Ah, genau, Sie müssen wieder aufdrehen. Ja, so rum wird ein Schuh draus. Ich kann natürlich nicht für den LDA sprechen, aber ich kann eine Einschätzung machen. Und zum einen haben wir das Bild, dass der österreichische Lebensmitteleinzelhandel im Bereich der Premium-Marken Bio und verwandte Projekte schon sehr innovativ ist und sehr erfolgreich auch mit den Bauern hier kooperiert. Im Bereich der Lebensmittel
Einzelhandelsmarken, sozusagen, aber im Preiseinstiegssegment, da ist man dann oft nicht so genau, was zum Beispiel die Herkunft betrifft oder auch gewisse Ansprüche an die Produktionsbedingungen. Aber in Summe sehe ich schon eine gemeinsame Basis auch über den konventionellen Sektor sozusagen seriös zu diskutieren, beziehungsweise ist das, was wir einfordern. Wir fordern einen ehrlichen Diskurs rund um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf einer wissenschaftlichen Basis. Und bei den meisten Handelsriesen ist da hier schon eine sehr aufgeklärte und auch konstruktive Diskussion möglich. Und wir wollen auch in dem Bereich in Wahrheit den österreichischen Weg erfolgreich weitergehen. Wenn es die Ansprüche gibt in der Gesellschaft, die sich dann hoffentlich auch auf den Märkten im Konsumverhalten abbilden, dann gehen wir gern den Weg der Veränderung mit, weil den Weg kennen wir jetzt schon, ich sage es ganz verkürzt, seit dem EU-Beitritt. Was aber nicht passieren darf, ist das, dass wir uns sozusagen mit Auflagen kasteien, die entweder vom Gesetzgeber oder von diversen Programmen oder auch vom Lebensmitteleinzelhandel kommen und letztendlich dann die Wirtschaftlichkeit leidet und das Bauernsterben weiter angetrieben wird. Herr Tesch, wie ist das in Deutschland? Gibt es da die Bereitschaft, auch das Thema Pflanzenschutzmittel offensiv und offen zu vertreten? Oder wie sehen Sie das beim Lebensmitteleinzelhandel? Also ist man hier auch bereit, Innovationen in der Richtung mitzutragen? Ich glaube, wir haben so einen Dreiklang, der dort ist und dem sich auch der Lebensmitteleinzelhandel am Ende des Tages nicht entziehen kann. Wir haben natürlich das Bestreben der Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittel zu bekommen, die gesund sind, die nicht belastet sind durch irgendwelche dritten Stoffe. Wir haben das Bestreben, preiswerte Produkte zu bekommen. Da werden wir auch kaum von wegkommen von dieser Situation. Wir haben aber gleichzeitig einen Trend, der deutlich zunimmt in den letzten Monaten. Das ist nämlich die Frage der regionalen Herkunft der Produkte. Das heißt also, der Verbraucher stellt sich am Ende des Tages schon auch an der Theke die Frage, sind die Produkte tatsächlich im Land oder tatsächlich in der Region produziert? Und aus diesen drei Punkten muss auch der Lebensmitteleinzelhandel im Grunde genommen einen Kompromiss am Ende des Tages finden. Und wir sehen, dass, wie gesagt, gerade die letzte Komponente sehr stark zunimmt. Wir haben jeden Monat einen Verbraucherindex, den wir ermitteln im Bereich der Landwirtschaft. Und genau dieser Punkt nimmt deutlich, deutlich zu. Da hat Corona natürlich auch zu beigetragen, dass man gesehen hat, dass auch Abhängigkeit von Importen beispielsweise ein mögliches Problem darstellt. Aber wie gesagt, die Grundforderung, mehr regional zu produzieren und mehr regionale Produkte auch im Lebensmitteleinzelhandel zu sehen, wird da auch zu einer veränderten Position, glaube ich, führen. Vielen Dank, Herr Tesch, und vielen Dank erstmal an alle drei Herren für diese erste Runde. Und ich würde jetzt einsteigen und Ihnen einfach mal die erste Zuseherfrage vorlesen. Die erste kommt von Zeno Piatti von den Land- und Forstbetrieben Österreich. Die Frage lautet, um unsere ökologischen Ziele, also in Richtung Biodiversität und Klima, zu erreichen, muss extensiver produziert und Flächen aus der Produktion herausgenommen werden. Gleichzeitig stagnieren die landwirtschaftlichen Preise und das Agrarbudget passt sich nicht einmal der Inflation an. Wie soll dieser Einkommensverlust kompensiert werden, beziehungsweise welche Rolle spielen Lebensmittelpreise für die Nachhaltigkeit? Weiß nicht, vielleicht gebe ich die Frage erstmal an Herrn Linz. Vielleicht müssen Sie da auch eine Antwort. Also zum einen möchte ich natürlich schon betonen, bei der gemeinsamen Agrarpolitik, da hat es natürlich vor einem Jahr schon viel schlechter ausgesehen, was die Finanzierung betrifft. Also wir haben da am Ende ja schon nochmal 25 Milliarden draufgesetzt. Es ist richtig, dass sozusagen die Inflationsbereinigung nicht draufgesetzt worden ist, aber 387 Milliarden Euro von 2021 bis 2027, also eine
gleich eine Aufrechterhaltung des Budgets und übrigens jetzt nochmal gerade diese Woche auch inhaltlich beschlossen, noch weitere 8 Milliarden in der ländlichen Entwicklung für 21 und 22. Also sind wir bei 395 Milliarden. Ich weiß, dass es natürlich für 27 Mitgliedstaaten ist. Aber ich glaube schon, wenn man den Gesamtrahmen sieht, dass wir auch den europäischen Haushalt insgesamt ja praktisch auf der gleichen Höhe belassen hatten. Da haben wir ja diese Woche jetzt die Entscheidung auch über den MFF, über den mehrjährigen Finanzrahmen ja hinbekommen, jetzt im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft und nochmal 15 Milliarden draufgesetzt für verschiedene Programme. Also ich glaube, dann ist es durchaus ein Erfolg, wenn man den Gesamtrahmen, ansieht. Aber das ist ja nur ein Teil. Ich gebe völlig recht, dass die Preissituation nicht zufriedenstellend ist. Und da ist der eine Teil natürlich, wie sich Märkte entwickeln. Das, was der Herr Tesch gesagt hat, die stärkere Fokussierung auf regionale Lebensmittel kann da sicherlich einen Einfluss haben. Aber die entscheidende Rolle hat natürlich der Verbraucher an der Ladentheke. Wenn ich mit Lebensmitteleinzelhandel, ob das jetzt Edeka, Rewe, Aldi oder Riedel in Kontakt bin, dann muss ich halt leider immer noch feststellen, dass 60, mal zumindest für mein Heimatland, ungefähr 60% der Verbraucherinnen und Verbraucher im Preiseinstiegssegment unterwegs sind. Und das kann ich beklagen, das tue ich auch. Aber es entspricht halt der Tatsache und dass das Verbraucherverhalten nicht vom einen auf den anderen Tag sich ändert, das stellen wir natürlich auch immer wieder fest. Ich würde nicht zum Ergebnis kommen, dass wir, und die Neigung ist manchmal im Europäischen Parlament sehr stark da, dass wir alle möglichen neuen Interventionen erfinden auf der europäischen Ebene und dann sagen, wir müssen viel stärker in die Märkte eingreifen, sicherlich bei der Handelspolitik auch ein bisschen zurückhaltender agieren, stimme ich durchaus zu. Aber zu sagen, nur die Intervention ist dann der Weisheit letzten Schluss, zu diesem Ergebnis würde ich nicht kommen. Also der Verbraucher hat eine Rolle. Ich glaube, wir haben, wenn man die Rahmenbedingungen sieht, ein ordentliches Budget zustande gebracht und ich würde es mal dabei bewenden lassen. Dennoch auch nochmal vielleicht die Frage an Herrn Strasser. Wie können Einkommensverluste, die sich aus den genannten Reduktionszielen und möglicherweise Flächenverlusten ergeben, wie können die kompensiert werden? Oder ist da dann wieder die Gefahr, dass Betriebe das nicht überstehen werden? Also ich mache das ganz kurz. Das eine ist unser vehementes Auftreten gegen diese chronische Aktionitis, die sich im Lebensmitteleinzelhandel jetzt schon seit vielen Jahren sozusagen eingenistet hat. Das ist eine Entwicklung in Österreich, wo wir leider auch anscheinend Vorreiter sind. Und das ist eine Entwicklung, die Lebensmittel entwertet, und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional. Und da heißt es Meinung machen und, jetzt, wenn ich es auf Österreichisch sage, unsere Kundinnen und Kunden motivieren, österreichische regionale Qualität zu kaufen. Den Qualitätsansatz, den wollen wir weitergehen. Und wir müssen da schon höllisch aufpassen von der bäuerlichen Vertretung, damit unsere Qualitätsprogramme nicht zusehends auch zu den Handelsqualitätsprogrammen werden, sondern wir müssen schauen über Genossenschaften, über andere Unternehmensformen, dass wir Qualität produzieren und diese Qualität im Pool in bäuerlicher Hand bleibt. Wir müssen schauen, dass wir dort auch die Gastronomie stärker sozusagen nicht nur in die Pflicht nehmen, sondern das Zeitfenster nutzen und die Lehren aus der Corona-Krise ziehen, die dort auch sind. Die Menschen wollen mehr als bisher wissen, wo das Produkt herkommt. Und zum Kollegen Linz, in dem Fall jetzt, wir sind ganz oft einer Meinung. Ein kurzer Hinweis, weil wir in Österreich sehr gerne, beziehungsweise ich persönlich, aus Prinzip eine Mengendiskussion
einfordere, zum Beispiel, wenn es um Milchmenge geht. Und das ist in Österreich noch ein wenig leichter, weil die meisten Genossenschaften in bäuerlicher Hand sind. Und wenn wir jetzt schauen auf die Krise, die wir am Schweinemarkt haben, dann wünsche ich mir schon, auch dort die Lehren daraus zu ziehen und auf europäischer Ebene in den Verbänden die Menge an Schweinen, die wir in Österreich, die wir in Europa produzieren, sozusagen in Frage zu stellen. Also ich bin ein Verfechter dieser Mengendisziplin, nicht mit Regulativen, aber grundsätzlich muss ein landwirtschaftlicher Betrieb im Auge behalten, welche Mengen auf den Märkten absetzbar sind. Conclusio: Einkommensverbesserungen sind möglich über gemeinsame Marktaktivitäten. Und zweitens, und da rede ich jetzt die kleinen Strukturen in Österreich an, das Thema der Diversifizierung, dorthin schauen, wo man über andere Standbeine sozusagen zusätzliches Einkommen erwirtschaftet hat, wenn es die Familie kann, wenn es die Familie möchte und damit sozusagen Familieneinkommen am Standort erwirtschaftet wird. Herr Linz, vielleicht eine ganz kurze Replik dazu. Das passt ja auch zu Vorwürfen, die man immer wieder von NGO-Seite gerade an die deutsche Landwirtschaft hört, nämlich warum produzieren wir überhaupt so viel Schweine für den Export? Warum müssen wir Schweinefleisch nach China und nach Asien liefern? Vielleicht dazu ein kurzes Statement. Also vielleicht, ich glaube, Herr Präsident Strasser, so weit sind wir nicht auseinander. Wir stehen ja auf der europäischen Ebene verschiedene Instrumente, Interventionsmöglichkeiten. Ich nenne mal die private Lagerhaltung als eines von vielen Instrumenten, habe ich übrigens beim Thema Schwein schon ins Spiel gebracht. Ich will aber nur schon nochmal darauf hinweisen, dass zum Beispiel das Schwein ein typisches Beispiel ist, dass wir ja nicht alle, sage ich mal vereinfacht gesagt, das gleiche essen auf der Welt, sondern wir Europäer bevorzugen mehr die Filetteile, die Chinesen mehr den Kopf oder auch dann die Pfoten. Und ich glaube, dass das jetzt natürlich hochproblematisch ist, was im Zuge jetzt der afrikanischen Schweinepest passiert, dass China nicht bereit ist, den regionalisierten Ansatz zu fahren, den wir uns aus Deutschland raus wünschen, also zu sagen, wir haben Gebiete, wo die afrikanische Schweinepest sich ausgebreitet hat, also jetzt Brandenburg, Sachsen, das ist mal meine aktuelle Information, dass wir das eben regionalisiert vorgehen und dass andere Regionen in Deutschland weiterhin exportieren könnten. Was mir missfällt, und das ist so eine Debatte auch in meinem Ausschuss im Europäischen Parlament, dass wir uns noch viel stärker obligatorische Mengenreduzierungen wünschen oder da, wo ich den Eindruck habe, dass das eben mehrheitsfähig ist. Das heißt also, dass die Landwirte verpflichtet werden, von der europäischen Seite eine gewisse Reduzierung vorzunehmen. Da bin ich eher freiwillig unterwegs und dann auch mit einer Anreizsetzung. Und diese Instrumente übrigens, die sind in der gemeinsamen Marktordnung der Europäischen Union ja auch schon vorhanden. Zum Thema Handel gibt es auch noch eine Frage von Regina Nords, vielleicht an Herrn Strasser, denke ich mir. Sie fragt, wo sind die wirksamen Hebel im freien Warenverkehr, um Verzerrungen bei sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit sichtbar zu machen am freien Markt? Wo sind die politischen Eckpunkte für mehr Transparenz bei Produkten? Ich denke, da ist dieses Beispiel angesprochen, was ja auch schon öfter diskutiert wurde, wenn wir zum Beispiel in Europa Glyphosat verbieten und dann Getreide von dritter Seite importieren, das dann sehr wohl Glyphosat zum Einsatz gekommen ist. Also welche Möglichkeiten gibt es da, das am Markt dann auch anzuzeigen? Also diese Frage hören Sie. Beinhaltet zum einen eine Umorientierung der europäischen Handelspolitik. Österreich tritt seit einigen Jahren vehement, beziehungsweise der österreichische Bauernbund, gegen dieses Mercosur-Abkommen auf, mit der Kernforderung, dass wir zumindest die Lebensmittel aus diesem Abkommen ausklammern und konsequenterweise
wenn man klimapolitische Diskussionen wirklich ernst meint, dass wir mittelfristig auch von den Sojaimporten aus Südamerika wegkommen. Aber nicht mit dem Zeigefinger oder gesetzlich verordnet, sondern in einer Transformation der Systeme. Und das ist durchaus möglich. Das ist das eine. Ein anderer Zugang in den Freihandelsabkommen. Das zweite ist, dass sich auch die WTO gemeinsam mit der Europäischen Union die Frage stellen wird müssen, welche internationalen Regeln es anzupassen gilt, wenn man sozusagen nachhaltige Entwicklung in anderen Kontinenten induzieren möchte. Und ich weiß, dass das ein sehr anspruchsvolles Thema ist, aber zum Beispiel das Thema der Klimazölle ist eine Forderung aus österreichischer Sicht, die, glaube ich, auch im Europäischen Parlament relativ gut unterstützt wird. Aber hier gilt es, die internationalen Diskussionen voranzutreiben. Und abschließend die Frage der Transparenz bzw. der Authentizität von Lebensmitteln. Ja, wir fordern in Österreich oder ausgehend von Österreich eine bessere Lebensmittelherkunftskennzeichnung. Und ich sehe da wirklich die Europäische Union gefordert, weil ja diese nationalen Alleingänge zumeist nicht von großem Erfolg gesegnet sind, siehe Aktivitäten in den letzten Jahren. Aber es geht da nicht nur um Transparenz, sondern es geht auch um Authentizität. Und darum bin ich froh, dass in den letzten Wochen die Kennzeichnung von Milch im Europäischen Parlament abgesichert wurde, weil ich es nicht einsehe, dass man Haferschleim als Milch bezeichnen dürfte. So gesehen ist es wichtig, den Konsumenten, die Konsumentin zu überzeugen und letztendlich aber natürlich auch besser zu informieren, auf Qualitätsprodukte, und jetzt mache ich es auf europäisch, aus Europa zu greifen, um letztendlich Importe aus anderen Kontinenten hintanzuhalten. Herr Linz, welche Chancen gibt es in der Hinsicht im EU-Parlament bzw. auf EU-Ebene? Also zum einen möchte ich mich anschließend das bestätigen. Übrigens, das war durchaus ein Erfolg, ja, dass wir bei der Milch, Käse, dass wir da eine klare Kennzeichnung auch im Mandat des Europäischen Parlaments jetzt drin haben für die Triloge. Ich hätte mir übrigens im Bereich Fleisch noch mehr gewünscht, dass wir dort auch die Debatte weitergebracht haben, aber die war offenbar so ideologisch geprägt, auch im Vorfeld nochmal medial, gerade in Deutschland angezogen, und das ist uns leider da jetzt nicht gelungen, aber ich möchte da schon sagen, diese Debatte werden wir weiterführen, also da geben wir nicht auf, weil ich schon der Meinung bin, dass da der ein oder andere Trittbrettfahrer mit unterwegs ist, wo sozusagen etablierte Bezeichnungen jetzt nutzt, um seine Ersatzprodukte besser an den Mann, an den Verbraucher und an die Verbraucherin zu bringen. Ich glaube, man sieht Bewegung, was die europäische Handelspolitik anbetrifft. Sie kennen alle die Äußerungen meiner Bundeskanzlerin, auch meiner Bundeslandwirtschaftsministerin im Hinblick auf das Mercosur-Abkommen. Ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen wie der Präsident Strasser, aber ich sehe, sage ich mal, solange, weil Vereinbart sagt, solange Bolsonaro im Amt ist, sehe ich nicht, dass die zusätzlichen politischen Vereinbarungen, das politische Agreement, das ja immer einem Handelsabkommen zugehörig ist, dass das Chance hat auf Erfüllung. Also ich meine ganz konkret, dass 12 Millionen Hektar Wald aufgeforstet werden in Brasilien. Das ist ein Beispiel und das ist sicherlich das stärkste Element, dass da im Bereich Klima- und Umweltschutz verankert worden ist. Das sehe ich zumindest in der Amtszeit von Bolsonaro nicht verwirklichbar. Also insofern, und da bin ich natürlich im Bereich der Spekulation, ich würde sagen, das Europäische Parlament ist tendenziell in der neuen Periode handelskritischer oder Handelsabkommen kritischer geworden im Vergleich zur vorherigen Periode, und insbesondere Mercosur wird gerade in meinem Ausschuss, im Landwirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments sehr, sehr kritisch gesehen. Ich will aber auch sagen, ich glaube, am Ende wäre es nicht zielführend, wenn wir sagen in Europa, wir wollen gar keine neuen Handelsabkommen mehr, sondern ich glaube, unsere Zielrichtung, ich sage jetzt mal vielleicht, ja, so wie der
Präsident Strasser den österreichischen Weg sozusagen zum europäischen Weg machen möchte, wo ich große, gerade als Baden-Württemberg in vielen Bereichen große Sympathie dafür habe, müssen wir Europäer versuchen, sage ich mal, in einem Sendungsbewusstsein den europäischen Weg dann auch zum weltweiten Weg zu machen. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir müssen von der Absicherung von Produktstandards bei Handelsabkommen, die sind ja drin, sogenannte phytosanitären Regeln, die beachtet werden müssen, Rückstandsregeln in Produkten, die sind ja verankert, aber müssen von Produkt zu Produktionsstandards kommen. Und das wird, sage ich mal, die große Hürde, die große Aufgabe aus meiner Sicht für kommende Handelsabkommen sein, gerade im Bereich der Lebensmittel und eben der landwirtschaftlichen Produkte. Ihnen darf ich auch noch ausrichten, Herr Linz, von Ursula Lüthmer-Urzahne. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Sie hat vor ein paar Minuten geschrieben, Herr Linz, Sie haben vollkommen recht, dass es eine gesellschaftliche Diskussion über die Landschaftsgestaltung und Biodiversität geben muss. Die Landwirtschaft steht zu Unrecht im Vergrößerungsglas. Und sie fragt, auf welcher Ebene muss man eine notwendige Studie anlegen, um alle gesellschaftlichen Faktoren inklusive Industrie, Verkehr, Infrastruktur und so weiter zu evaluieren, um die Impacts entsprechend zu bewerten und wie dann diese Bereiche anteilig beteiligt werden müssen, um die Situation langfristig besser wieder zu verbessern. Also ich glaube, das ist hier so ein bisschen vielleicht auch die Frage nach dem Gesamtblick und nach den Ursachen, die möglicherweise außerhalb der Landwirtschaft liegen. Ja, jetzt schaue ich gerade, oder beziehungsweise hat jemand dazu, das ist natürlich jetzt eine Frage, die eigentlich Richtung Wissenschaft geht, aber möchte jemand der Herren dazu noch was sagen? Da höre ich jetzt ja, nicht. Eine kurze Anmerkung dazu. Bitte, ja, Herr Tesch, Sie waren sowieso länger nicht da. Sehr lange darüber diskutieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, wer Absender dieser Studie ist. Weil von der Absenderschaft hängt die Glaubwürdigkeit dieser Studie massiv ab. Denn es gibt ja eine ganze Reihe, wir haben ja schon darüber gesprochen, von unterschiedlichsten Untersuchungen, die alle darunter leiden, dass sie eben nicht wirklich glaubwürdig sind, weil sie interessengetrieben sind. Und ich glaube, da wäre beispielsweise eine Initiative des Europäischen Parlaments oder der Kommission, hier tatsächlich auf wissenschaftlicher Basis was zu tun, etwas, was auch die Fronten ein wenig begradigen könnte. Das heißt sozusagen hier auch der Aufruf nach mehr Wissenschaft und mehr Daten. Ich glaube, man kann so viel sagen, dass es einen gewissen Konsens gibt, dass es in puncto Klima- und Artenschutz auf jeden Fall Veränderungsbedarf gibt in der Landwirtschaft. Wie weit und wie konkret der dann auszusehen hat und welche Rolle Innovationen spielen, das haben wir jetzt, glaube ich, recht ausführlich auch an dieser Stelle besprochen. Jetzt sehe ich gerade noch, eine Frage ist dazugekommen von Herrn Karl Neubauer. Zur Innovation. Ich sehe eine weitgehende Überlappung der Interessen von Landwirten, der Verarbeitung und des Konsumenten. Welche Organisation, Vereinbarung, Zusammenschluss braucht es, um gemeinsam hinsichtlich Innovation weiterzukommen? Ja, vielleicht nochmal die Frage an Herrn Strasser. Was wären denn jetzt wirklich die nächsten Schritte, um Innovationen weiterzubringen? Was passiert morgen? Wieder den Ton anschalten, bitte. Ist eingeschalten. Ah ja, passt. Jetzt hören wir Sie. Ich möchte es nicht jetzt konkret kurzfristig, sondern strategisch mittelfristig beantworten. Und das sind zwei Dinge. Das eine ist, wir müssen den Dialog und die Seriosität des Dialogs mit der Gesellschaft aus bäuerlicher Sicht verstärken. Da gibt es viele wirklich gute Anstrengungen und hier dürfen wir nicht locker lassen. Und aus Kindern werden Jugendlichen und diese Arbeit in der Kommunikation, die hört nie auf. Das heißt, Verstärkung des Dialogs und auch auf einer Faktenbasis und die Seriosität verbessern. Und das Zweite ist, und da darf ich einen Philosophen aus, einen landwirtschaftlich orientierten Philosophen aus von der WettMed in Wien zitieren, den Christian Dürnberger, der sagt, es braucht einen neuen Vertrag. Und soweit ich weiß, wird er auch in Deutschland sozusagen immer wieder zitiert. Es braucht einen neuen Vertrag zwischen den Bäuerinnen und Bauern und der Gesellschaft,
wo denn die Landwirtschaft sich hin entwickeln soll, beziehungsweise wo jetzt schon Defizite da sind, wie wir die in den nächsten Jahren einfach kompensieren können. Weil, und das ist jetzt schon ein wenig ein Wermutstropfen, als Bäuerin und Bauer am Betrieb kennt man sich oft nicht mehr aus, was man denn tun soll. Die Lebensmittel sollen gesund sein, die Lebensmittel sollen in ausreichender Menge sein, man soll auch noch sein tägliches Brot damit verdienen können und die Gesellschaft sagt einen Tag ein, Tag aus, dass man es falsch macht. Das heißt, nach Christian Dürnberger einen neuen Vertrag und der Dialog muss das Mittel der Wahl sein. Ich denke, das war doch ein schönes Stichwort und ein schönes Schlusswort, das ausreichend Motivation zum weiteren Nachdenken über diese vielen Zusammenhänge bietet. Und ich danke allen drei Herren für diese wertvollen Beiträge. Ich danke auch an die Publikumsfragen und darf nun zum Abschluss, bitte bleiben Sie noch kurz in der Leitung, weil wir, glaube ich, noch ein kurzes Abschlussfoto gleich machen wollen. Und jetzt darf ich nochmal weiterleiten an Christian Stockmar und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir alle sehen, es ist großer Diskussionsbedarf. Die Farm-to-Fork-Strategie, glaube ich, ist allgemein, findet Unterstützung. Es ist eine wissenschaftlich fundierte Folgenabschätzung auf EU-Ebene in Europa gefordert. Ich denke, das ist auch sehr wesentlich, um weiter zu sehen, welche Ziele, also wie die Ziele und welche Maßnahmen zu treffen sind. Ich denke, diese Folgenabschätzung sollte auch unbedingt in Österreich gemacht werden, auch gerade vor dem Hintergrund, dass die Biodiversitätsstrategie in Österreich mit ganz ähnlichen Zielen schon in die Umsetzungsphase gedacht wird. Ich denke, man sollte die Länder auch differenziert betrachten. Das ist auch in der Diskussion gesagt worden. Österreich steht mit einem sehr hohen Bioanteil, möglicherweise ganz anders da als andere Länder. Und gerade in Österreich, wo wir viele Familienbetriebe haben, denke ich, ist ein nachhaltiges Wirtschaften in der Natur der Sache, dass ein Landwirt seinen Grund und Boden, praktisch sein Kapital, gesund erhalten möchte für die nächste Generation. Und abschließend denke ich, wir haben versucht, auch mit dieser Diskussion in diese Richtung zu gehen, dass man nicht von Reduktionen und Verboten diskutiert und spricht, sondern dass man über Chancen spricht, über Möglichkeiten, über eine Agrarpolitik des Ermöglichens, dass man in die Zukunft schaut und in diese Richtung Diskussionen führt. Ich hoffe, wir haben dazu einen Beitrag geleistet. Herzlichen Dank, alles Gute allen.